Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen bei Andreas Riebacher, Postler aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Wir sind schon bei Teil 9 angekommen und es freut mich, dass ihr alle so fleißig mitgearbeitet habt. Tolle Kommentare, tolle Privatnachrichten habe ich bekommen, großes Feedback zu diesem wichtigen Thema. Klasse, freut mich, dass ihr alle so aktiv mitarbeitet. Einen herzlichen Dank dafür. Jetzt heute gleich wieder ganz schnell kurze Ansage an alle, die frisch zugeschaltet haben, die mich noch nicht kennen. Hier geht es um Burnout-Prävention, Vorbeugen gegen Burnout. Und da gibt es insgesamt schon 8 Teile inklusive zusätzlich dem Einstiegsvideo, also schon 9 Videos dazu. Das heute ist der neunte Video und wichtig ist, dass ihr von Anfang an mitschaut. Schaut euch den Einstiegsvideo an. Das braucht ihr. Nur wenn ihr diese Informationen habt, könnt ihr auch mit dem neunten richtig gut was anfangen, weil die ganzen Teile sind nach Priorität aufgebaut. Gut, also fangen wir direkt an, ohne Umschweife. Wir sind immer noch bei der Burnout-Prävention. So. Und da haben wir heute die Nummer 9. Die Nummer 9. So, und was kommt bei der Nummer 9 da? So, die Nummer 9. Ganz wichtig, Nummer 9. Wie immer sind alle ganz wichtig, aber Nummer 9, das ist das Thema regelmäßige Auszeiten, regelmäßiger Urlaub gönnen. Viele Menschen, das ist meine Erfahrung, was ich gemacht habe, die schaffen es nicht, zu Hause Urlaub zu machen. Die schaffen es nicht, auch mal Wochenende, wenn sie frei haben, Samstag, Sonntag, die Finger von der Arbeit zu lassen. Dann ist natürlich das normale soziale Umfeld, das immer irgendwo mit der gleichen Suppe verbunden ist. Deswegen wichtig mein Tipp an euch, geht her und gönnt euch in regelmäßigen Zyklen erstmal einen Urlaub. Einen langen Urlaub. Lange Urlaube sind wichtig, wo man 14 Tage, wenn es möglich ist, wenn es finanziell möglich ist, einen Urlaub machen kann. Wobei, wenn es finanziell möglich ist, auch das, da lässt sich drüber streiten, weil man kann auch innerhalb Deutschland einen tollen Urlaub machen, wo nicht zu viel Geld kostet. Man muss nicht unbedingt in die Malediven fliegen. Weil wichtig ist, dass ich da, wo ich bin, mich wohlfühle und entsprechend die richtigen Gedanken im Kopf habe. Deswegen ist es unabhängig, wo ich hingehe, deswegen ist auch diese Aussage, dass man viel Geld braucht, um einen entspannten Urlaub zu machen, das ist Unsinn. Man kann das hier auch in Deutschland machen, indem man wandern geht. Ganz gute Idee. Noch wichtiger ist, außerhalb dieses langen Urlaubes, dass man auch kleine, da muss man mal umschalten, dass wir auch kurze Urlaube machen. Das heißt, wenn wir ein langes Wochenende haben, was machen wir? Wir bleiben zu Hause. Und was machen wir zu Hause? Es ist den ganzen Tag nichts zu tun. Ja, wir können wieder am Rechner sitzen. Ah, da haben wir noch ein bisschen Arbeit, da können wir noch arbeiten. Dann brauche ich es nächste Woche nicht machen. Was haben wir? Wir haben das Gleiche jeden Tag. Deswegen kurzfristig Urlaub planen. Indem ich schon frühzeitig an Pfingsten, an Ostern oder wenn mal einen Tag frei nehmen, einen extra Tag frei nehmen, Freitag, Samstag, Sonntag, Freitagmorgen losfahren, irgendwo hingehen, wo man nicht weit fahren muss. Das heißt, einen kurzen Urlaub planen mit kurzen Anreisezeiten, sodass in der Anreise erst gar kein Stress entsteht. Und dann diese Phasen so planen, dass ihr euch in einer so reizarm wie möglichen Umgebung befindet. Wenn ihr Spaß habt am Wandern, geht wandern. Wenn ihr Spaß habt, an den See zu gehen, an den Strand zu liegen, dann geht an den Strand. Wenn ihr Bock habt, eine Fahrradtour zu machen, dann macht eine Fahrradtour. Achtet aber darauf, dass ihr nicht mit zu vielen Reizen konfrontiert werdet. In der Regel ist es so, dass natürlich Menschen etwas jünger sind, die oftmals die Reize noch besser verkraften können. Aber wenn ihr schon etwas älter seid, schon intensive 20 Jahre Arbeit hinter euch habt, dann ist es echt besser, wenn ihr wegbleibt von Großstädten, wenn ihr wegbleibt von zu viel Nachtleben, wenn ihr euch einen schönen, entspannten Kurzurlaub gönnt. Das kann auch Spa sein, das kann auch Nichtstun sein, das kann auch mit dem Buch, mit deinem Partner, mit deinem Kind, wobei die Kinder meistens keine Ruhe geben, die haben noch nichts zum Thema entspannten Urlaub im Hut, aber mit deinem Partner irgendwo hinfahren, irgendwo auf eine Pension, irgendwo in Schwarzwald, ins Allgäu, Bücher mitnehmen und dann entspannte Tage planen,
mit geregelten Zeiten, wann ihr aufsteht, einem schönen, gesunden Frühstück, mit einem kleinen Spaziergang draußen von einer Stunde, mit einer Lesezeit im Nachmittag, mit einem Saunagang in der Nachmittag, mit einem Abendspaziergang, mit ausklingen lassen, mit gesundem Essen, mit leichtem Sport. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann. Aber auch hier muss ich das Ganze planen. Auch hier brauchen wir wieder ein schönes Zeitmanagement. Wir sind wieder beim Zeitmanagement wie immer. Deswegen, Freunde, wartet nicht nur auf euren langen Urlaub. Und selbst wenn ihr einen langen Urlaub habt, könnt ihr dann auch reizarm planen. Sondern gönnt euch immer wieder regelmäßig kleine Auszeiten. Selbst, guck mal, ich wohne jetzt hier in Karlsruhe. Ich kann in den Schwarzwald fahren. Ich bin in 30 Minuten Schwarzwald. Und kann da spazieren gehen, kann da wandern gehen, kann da eine Mountainbike-Tour machen. Ganz entspannt. Easy. Man muss es nur planen. Und deswegen, Lieben, das Thema Zeitmanagement wie immer ganz wichtig. Das war's. Das war schon wieder der Teil 9 zum Thema Urlaub. Urlaub. Und nicht nur langer Urlaub, sondern auch mal 2 Tage. 2 Tage Auszeit, reizarm. Das ist unglaublich. Da könnt ihr wieder aufladen. Da könnt ihr, wenn ihr in einer reizarmen Umgebung seid, die Akkus aufladen. Eure Ressourcen können wieder aufgehen. Ihr habt wieder mehr Möglichkeiten, stabil zu werden. Und genau da wollen wir hin, wenn es zum Thema Burnout-Prävention wichtig wird. Ihr Lieben, das war Teil 9. Jetzt folgt nur noch ein Teil. Der Teil 10. Und der folgt in Kürze. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim guten Zeitmanagement, beim Planen eurer Freizeit, wo euch am besten in eine reizarme Umgebung begibt. In den Wald, zu den Tieren, zu den Vögeln, zu den Bäumen. Warum? Die Ohren, die Augen, das gesamte Nervkostüm befindet sich dann in einem ganz natürlichen Habitat. Und da gehört der Mensch immer zu gewissen Zeiten hin. Macht's gut, ihr Lieben. Bis demnächst zum Teil 10.